So, will ich euch mal wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Das Wetter ist richtig geil. Da war es wieder, aber M. Da habt ihr mein Bienen-Tattoo mit Edding, wo ich hoffe, dass die Sonne heute noch ausreicht, damit sie die Haut drumherum braun macht und da aber weiß lässt. Ansonsten ist jetzt hier vorne gleich Aue, Auendorf oder so ähnlich. Und da irgendwo muss ich noch über diesen, naja, wir wollen es nicht Berg sagen, Hügel. Und dann ist auch die letzte große Etappe geschafft. Und es geht relativ eben, leicht bergab, leicht bergauf, nach Erfurt. Ja, das ist wunderbar. Also laut Komoot bin ich jetzt noch 5 Stunden unterwegs. Sprich, ich bin ungefähr 17:30 zu Hause. Je nachdem, wie ich jetzt noch gut vorankomme, wie meine Kräfte reichen. Aber ich bin schon ganz schön geschlaucht. Nicht erlaucht, sondern geschlaucht. Gefühlt juckt mir alles. Tut alles weh. Weiß nicht, irgendwie bin ich so ein bisschen mimosig gerade unterwegs. Versuche, oder mein Kopf sagt mir zumindest, komm, mach mal Pause. Und ja, aber ich fahre trotzdem weiter. Das ist alles gerade ein bisschen nervig. Also mein Kopf und mein Körper haben gerade einen dauerhaften Wettkampf, der mir mehr auf die Ketten geben kann. Weiß ich nicht. Auleben heißt das, glaube ich. Ja, zum Glück muss ich da drüben nicht hoch. Nur da. Und da hinten ist, glaube ich, jener mit dem komischen Turm. Aber was mich wundert, was ich nicht gesehen habe, wo das Kyffhäuser Denkmal ist, ist ja auch egal. Ich bin fast zu Hause. Die restlichen 70 Kilometer, die schaffe ich jetzt auch noch. Wohl oder übel, habe ich ja keine Wahl. Ich kann auch mit dem Zug fahren, aber nö, mache ich nicht. Will ich nicht. Kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man ein Ticket bestellt. So, ich will mal weitermachen. Gibt noch ein bisschen was zu strampeln. Wenn ich was Interessantes sehe, wie immer, melde ich mich nicht. Und wenn es was Uninteressantes gibt, dann melde ich mich. Nein. Ihr werdet schon noch auf dem Stand sein. So, bis später.